Trainer, sind die okay da, wo die sind? Ja? Traditioneller Fototermin am Luftschiffhafen mit fast allen EM-Teilnehmerinnen sowie Neuzugängen wie Nina Ehegötz, Rahl Kiewicz und Amanda Idelstedt postierten sich die Turbinen für das offizielle Mannschaftsfoto der Saison 2017-18. Und sie stellten dabei auch gleich noch das neue Trikot vor. Ein Traum in Rot, Blau und Mint. Also mein Trikot gefällt mir auf jeden Fall. Wir Torhüter haben das ja auch selber ausgesucht. Ja, ist mal eine andere Farbe und ich fühle mich auf jeden Fall wohl in meinem Trikot. Wie seht ihr das? Zu Ihrem Trikot? Meins? Also ich bin auch zufrieden mit meinem Trikot. Ihr Trikot finde ich auch sehr schön. Kommt so ein bisschen ihre blauen Augen zu vorstellen. Du hast ja verlängert im Juni. Was ist der Grund, dass du in Potsdam bleibst? Ja, ich fühle mich in Potsdam einfach wohl und möchte hier auch in Zukunft noch spielen und deswegen habe ich auch meinen Vertrag verlängert. Das war das Trikot? Nee, das war es tatsächlich nicht. Also ihr habt Lust, neuen Trikots auf die Saison? Auf jeden Fall. Ja. Auf die neue Saison freuen sich natürlich auch Turbines Nationalspielerinnen, die mit Titelverteidiger Deutschland bei der EM in den Niederlanden diesmal schon im Viertelfinale ausgeschieden sind und aus verschiedenen Gründen kaum zum Einsatz kam. Aber ich persönlich habe es verarbeitet, weil ich weiß jetzt, dass es mit der neuen Saison, mit der neuen Vorbereitung losgeht und die Vorfreude ist einfach riesengroß. Bei der doppelten Enttäuschung als Mannschaft seid ihr im Viertelfinale gescheitert und du selber hast ja, muss man sagen, auch kein erfolgreiches Turnier spielen können. Du wurdest ja kaum eingesetzt. Woran lagst du? Das lag einfach daran, die Trainerin hatte das mit mir kommuniziert vor den Spielen, dass ich bei der EM eine Nebenrolle spielen werde. Ich habe mich dennoch aufgrund der Enttäuschung, die es natürlich für mich war, ganz gut einbringen können. Ich hatte neben dem Fußballspielen auch eine Menge Spaß in Holland und dementsprechend bin ich da nicht niedergeschlagen rausgegangen, damit ich jetzt halt wieder fit und motiviert an den Ball gehen kann. Ja, ihr lacht ja schon wieder. Habt ihr die EM-Enttäuschung beide, Schweiz und Deutschland, schon verarbeitet? Ja, ich sag mal, es ist jetzt seitdem auch ein bisschen Zeit vergangen. Am Anfang waren wir natürlich sehr enttäuscht über das Ausscheiden, aber nach einem Tiefschlag kommt auch wieder ein Hoch und von daher blicken wir jetzt positiv in die nächsten Tage und Wochen und wollen uns jetzt gut vorbereiten hier in Potsdam. Wie ist es bei dir persönlich? Du hast im ersten Spiel in der Startelf gestanden, dann kam die Verletzung. Wie geht's dir? Ja, wieder gut. Also der Plan war ja eigentlich, dass ich bei Erreichen des Halbfinales dann eben nach dem Viertelfinale wieder ins Mannschaftstraining einsteige, was ja dann leider nicht so geklappt hat. Aber wir fangen jetzt heute hier in Potsdam wieder mit dem Training an und von daher bin ich motiviert und freue mich drauf. Kriegt Sarah Sadraziel dann was zu hören, wenn sie zurückkommt? Nein, das ist jetzt abgeschlossen. Jetzt sind wir hier in Potsdam, da weht wieder ein neuer Wind und da freuen wir uns auf die neue Saison. Du als Kapitänin hier im neuen Trikot wirst auch eine veränderte Mannschaft aufs Feld führen. Freut ihr euch schon und ist was drin in der Saison? Was glaubst du? Ja, auf jeden Fall freuen wir uns. Die neuen Spielerinnen haben einen guten Eindruck gemacht und auch menschlich passen die super ins Team. Und ja, da wird man sehen, wie jetzt die Vorbereitung läuft. Erstmal warten, bis alle da sind und dann einfach das in Angriff nehmen. Und dann, glaube ich, ähnlich wie letzte Saison in die Saison starten. Mit viel Selbstvertrauen, mit viel Mut und mit viel Offensivkraft. Und ich glaube, dann ist schon wieder was drin diese Saison. Naja, und für gute Laune sorgt außerdem das Geschenk, das sich Tabea Kemme zum Glück schon nach dem letzten Triumph der Nationalmannschaft gegönnt hat. Den habe ich jetzt seit Anfang des Jahres, den habe ich mir von meiner Olympiaprämie gegönnt, weil es war schon immer mal mein Traum und es hat halt sich einfach ergeben, weil in Brasilien fährt ja gefühlt jeder Dritte auch einen VW-Bus. Und das war nochmal so eine Anleitung, so das hat einfach gepasst und jetzt habe ich selber einen, ja. Da fahren bestimmt die Mädels immer gerne mit, ne? Die fahren sehr gerne, ist auch viel Platz drin, ja. Ja. Mach doch mal so Spritztouren an die Badeseen, das lädt doch dazu ein, ne? Genau, das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel, mal an die Ostsee hochzufahren, dass man da vielleicht auch mal einen Kitesurf-Lehrgang macht oder generell einfach die wenigen freien Tage einfach mal nutzt, um mal so ein bisschen umherzufahren. In neuen Trikots und mit viel Tradition. Turbinen so allmählich in die neue Saison. Na dann, allzeit gute Fahrt, Tabi.